Die Logitech Craft ist der Inspector Gadget unter den Tastaturen und dafür verlangt der Hersteller stolze 199 Euro. Was diese Tastatur so besonders macht und ob sie ihr Geld wert ist, beantworten wir in diesem Video. Rein äußerlich ist ihr der hohe Preis aber nicht wirklich anzusehen. Wie denn auch? Sie sieht aus wie eine ganz normale Tastatur und ist somit nichts für Angeber. Nichts an dieser Tastatur schreit, seht mich an, ich koste mehr als manche Grafikkarte. Durch die grau-silberne Optik ist die Tastatur in einem sauberen Setup auch nicht gerade universell passend, denn die meisten Monitore und PCs sind doch eher schwarz. Vom Design passt sie meiner Meinung nach aber ganz gut zum iMac Pro. Die Verarbeitung ist bei meinem Modell außerordentlich gut und praktisch einwandfrei. Die vielen Fehler, die Amazon-Kunden beklagt hatten, konnten wir bei unserem Testgerät nicht nachvollziehen. Das Tippgefühl ist hervorragend, mit einem für eine Chiclet-Tastatur sehr hohen Hub und solidem Feedback. Insgesamt ist das Tippen auf der Logitech Craft nahezu perfekt und am PC würde ich gegen praktisch keine andere Tastatur tauschen wollen. Was mich allerdings doch sehr gestört hat, das war die Tatsache, dass man mit Windows 10 für Logitech irgendwie nur Nutzer zweiter Klasse ist. Alle Tasten, Tastenkombinationen und Beschriftungen sind praktisch exklusiv für macOS ausgelegt. Bei der Nutzung der Logitech Craft wird sehr deutlich, dass man überhaupt nicht an die Bedürfnisse von Windows-Nutzern gedacht hat. Und das sind immerhin mehr als 80% der Computernutzer. Ein Beispiel ist die Sache mit der alten 4-Tastenkombination. Diese Tastenkombination ist für jeden Power-User von Windows essentiell. Wenn man es aber nicht anders einstellt, macht alte 4 auf der Logitech Craft erstmal gar nichts. Denn dafür muss die Fn-Taste gedrückt werden, die sich rechts von der Leertaste befindet. Heißt in der Praxis, man braucht zwei Hände, um alte 4 zu drücken. Standardmäßig ist die Tastatur nämlich so konfiguriert, dass man bei Drücken der F4-Taste das Infocenter öffnet, also die Benachrichtigungszentrale von Windows 10. Und natürlich kann man das über die Logitech Options umstellen, sodass Fn plus F4 das Infocenter öffnet. Nur dass es dafür bereits eine viel einfachere Tastenkombination gibt, die überhaupt nicht so schwer zu drücken ist, nämlich Windows plus A. Logitech hat also die F4-Taste unter Windows 10 lieber mit einer komplett sinnlosen Tastenkombination besetzt, die vom System ohnehin bereits abgedeckt wird, anstatt sie für den Alt-F4-Befehl freizulassen. Was einfach unendlich viel wichtiger ist im Alltagsbetrieb. Und Logitech hätte das wissen können, nein, wissen müssen, dass die Alt-F4-Taste umzustellen unter Windows völlig sinnlos ist. Kein Power-User braucht zwei Tastenkombinationen für das Infocenter und verzichtet dafür freiwillig auf Alt-F4. Was hat man sich dabei gedacht? Naja, eben, gar nichts. Ach ja, unter macOS öffnet die F4-Taste, wie es auch hier abgebildet ist auf der Tastatur, das Launchpad und CMDQ zum Schließen von Apps ist ebenfalls nicht durch irgendein völlig sinnfreies Tastenkürzel besetzt. Unter Mac hat man sich immerhin beim Bau dieser Tastatur etwas gedacht. Der Drehregler der Logitech Craft ist wirklich gut und tatsächlich im Alltag durchaus nützlich. Man kann ihn so einstellen, dass man die Lautstärke wählen kann, beim Browser den Tab wechselt oder beim Videobearbeiten durch das Video scrubbt. Das ist praktisch und wenn man sich daran gewöhnt hat, auch wirklich nützlich. Die Konfigurierungsoptionen sind allerdings hier durch die Software etwas begrenzt. Zum Beispiel habe ich eingestellt, dass das einfache Drehen global, also für alle Anwendungen, die Lautstärke ändern soll. Das Drücken und Drehen des Rades sollte dann die Helligkeit ändern. Soweit so gut. Im Browser soll das Drehen aber die Registerkarte wechseln und das kann man ja noch einstellen. Wenn man nun aber über das Drücken und Drehen die Lautstärke ändern will, dann geht das nicht. Die Software bietet nur an, die Helligkeit zu ändern. Somit muss das Ändern der Lautstärke in allen Anwendungen gleich zwei unterschiedliche Gesten verbrauchen und das ist auch nicht ganz perfekt gelöst. Und das fasst eigentlich die Logitech Craft insgesamt sehr gut zusammen. Natürlich bietet sie ein tolles Tippgefühl und eine schöne Verarbeitung, die nochmal ein Stück besser ist als zum Beispiel die Wireless-Tastatur von Apple. Dieses eine Feature, das auch so manche gute Maus wie die MX Master von Logitech selbst teilweise ersetzen kann, rechtfertigt aber den Preis in Höhe von 200 Euro nicht. Genauso wenig wie die Tatsache, dass sich die Hintergrundbeleuchtung einschaltet, wenn man sich nur nähert. Das ist nett für den täglichen Nutzer, aber rechtfertigt diesen teuren Preis einfach nicht. Für 200 Euro muss eine Tastatur mehr können. Wo bleibt zum Beispiel die Unterstützung für den Login über Windows Hello? Ein Fingerabdrucksensor auf der Tastatur, das wäre ein Highlight und auch sehr nützlich. Microsofts Modern Keyboard kann das, bietet ein nicht wirklich schlechteres Tippgefühl und kostet ganze 100 Euro weniger. Die verrückte MadCat Strike 7 hat sogar ein Display für denselben Preis. Das muss nicht zwingend sein, RGB-Beleuchtung auch nicht, aber das eine oder andere extra Feature wäre bei dem Preis schon noch drin gewesen. Und ich denke, mit einer nicht so halbherzig gemachten Logitech Craft als Windows 10 Edition vielleicht sogar, hätte das Unternehmen ein wirklich tolles Produkt bauen können, mit Drehregler, vielleicht sogar einer Touchbar und definitiv einem Fingerabdruckscanner für Windows Hello. So ist das für den Preis einfach zu wenig.